Tick. Die. Tick, nee, nee. Die, nee. Tick, eine, ei, die, nee. Krieg. Tick, eine, aus, die, nee. Krieg. Tick, eine, aus, die, nee. Sprache, ne. Krieg. Tick, eine, aus, die, nee, ne. Wir haben uns zunächst erstmal kennengelernt, haben Atemübungen gemacht, haben unsere Stimme trainiert und angehört und versucht, verschiedene Lautbildungen überhaupt mal auszutesten und sind dann dazu übergegangen, unsere Texte anzuschauen und mit Hilfe von Etta in eine bühnentaugliche Form zu bringen. Achtung, Achtung! Was willst du eigentlich noch von mir? Was will ich eigentlich noch von dir? Achtung, Achtung! Du hast sie ja nicht alle hier aufgetaucht. Scheiße nochmal! Literatur hat oft so einen schweren Beigeschmack. Wenn es groß ist, sind da die großen Namen. Wenn es klein ist, ist es langweilig oder so. Aber sie haben sich sehr darauf konzentriert, auf jung, frisch, wild. Also einfach die ganzen praktischen Auswirkungen von Literatur. Allein vom Buchstabenstempeln über dieses Slam und Clip und Audio-Workshops. Also es geht so ums Machen, ums Machen von Literatur und ums Spaß haben am Machen von Literatur. Ganz, ganz wunderbares Konzept. Taschenlampe, Kafka, Regenschirm. Arm ist kaputt. Seit Tagen schon, einfach kaputt. Muss man bedenken, wenn man außer Haus gehen möchte. Bei unserem ersten Treffen ging es um die Namensfindung und irgendwann sagte jemand Textil, war noch ein bisschen Unsicherheit so in der Runde und ich habe sofort gesagt, das ist es, das ist, das ist einfach so naheliegend, weil ja Text und Textil einfach den gleichen Wortstamm haben und dann geht es ja weiter, dann fängt man an rumzuspinnen und Lesestoff, Erzählstoff und dann kommt man auf Sauerstoff und Stickstoff und Gewebeprobe und das hört dann gar nicht mehr auf, das ist einfach, das macht so einen Spaß und dann kommen andere Leute auch auf die Idee und jeder hat Spaß dran. Spiegel, Spiegel, an der Klumpfolettenwand, bin ich ein Glühwurm, der im Straußkorb verbrannt. Erfurt muss endlich mal erwachen und muss vor allem die Studenten mit einbinden, die Uni mit wecken und versuchen, sie in die Kulturszene zu integrieren. Es braucht ein Selbstverständnis der Stadt, dass es eine junge Kulturszene braucht. Die Leute, die sind in der Stadt viel zu selten noch. Die nie, dick eine,
Die Nekritik.